Hallo, mein Name ist Roland und es wird immer gesagt, ich mache lustige Videos und Blödsinn-Videos. Aber heute ein ernstes Thema. Es geht um Augenkrebs. Jawohl, ich habe das richtig gehört. Retinoblastom ist ein bösartiger Augentumor, ein Tumor der Netzhaut. Er tritt meistens nur eigentlich oder fast nicht mehr nach dem 5. Lebensjahr auf. Also sprich, es sind ganz kleine Kinder davon betroffen und das macht es umso schlimmer. Was ich mit diesem Video jetzt bezwecke, ist ganz einfach. Man kann nämlich diesen Krebs ganz einfach heilen, wenn man ihn rechtzeitig diagnostiziert. So, nun aber, wie sollte dann das Ganze vonstatten gehen? Das ist ganz super einfach. Jeder kann den Test zu Hause machen, ganz einfach. Man nimmt sein kleines Kind und setzt es am besten einem Erwachsenen auf den Schoß und in einem ziemlich dunklen Raum oder abgedunkelten Raum. Kamera, egal welche Tierkamera. Es gibt auch, geht mit Handykameras, das geht mit jeder Digitalkamera, auch mit einem Analogfoto geht es. Nur dann dauert es halt länger wegen der Entwicklung, aber es geht wirklich mit jeder Kamera. Nur eins zu beachten, aber darum komme ich gleich. Also, einen abgedunkelten Raum oder nicht so hellen Raum, eine Digitalkamera mit Blitzfunktion und das Kind auf dem Schoß von einem Erwachsenen frontal zur Kamera blickend. Direkt in die Kamera blickend. Und dann macht ihr einfach ein Foto. Ja, so einfach. Und das war schon der ganze Test. Denn auf dem Foto erscheint dann, wie so oft eigentlich auf dem Foto unerwünscht, das rote Augenproblem. Wenn man fotografiert, direkt mit Blitzlicht fotografiert und direkt in die Kamera guckt, hat man doch, das kennt ihr ja bestimmt alle, diese roten Augen, diesen Vampirblick oder diese blutunterlaufenen Augen. Das ist eigentlich in diesem Fall super, denn dann, wenn die Netzhaut gut durchblutet ist, ist alles in Ordnung. Wenn also auf den Fotos, die ihr gemacht habt, bei dem Kind die roten Augen erscheinen, super. Jedoch, wenn ihr das nicht so habt, bei einem oder bei beiden Augen vielleicht, meistens ja nur bei einem Auge, einen weißen Fleck statt einem roten Auge sieht, also ein Auge rot, ein weißer Fleck, dann ist es höchste Zeit. Ihr müsst sofort mit eurem Kind zu einem Kinderarzt gehen oder auch Augenarzt, am besten in eine Augenklinik, wo Fachleute sind. Es ist wirklich wichtig, je früher man dies diagnostiziert, desto besser sind die Heilungschancen. Aber jetzt keine Panik, die Krebsart kommt in Deutschland nur in ca. 50 bis 60 Fällen pro Jahr vor. Aber trotzdem 50 bis 60 Fälle, wo nicht diagnostiziert werden, heißen auch, in 50 oder 60 Fällen wird dem Kind ein Auge entfernt, wenn es zu spät diagnostiziert wird, oder im schlimmeren Fall, das Kind stirbt an Krebs. Nun, wie gesagt, es ist ganz einfach, diesen Test auszuführen. Es kann wirklich jeder. Also, geht los, verteilt dieses Video, sagt es den Leuten, macht diesen Test. Wenn ihr Nachbarn habt oder selbst Kinder habt, dann sowieso klar, dass ihr es macht. Wenn ihr Nachbarn habt mit Kindern, die es vielleicht nicht wissen, macht einfach, erzählt es den Leuten. Es ist so einfach, das zu diagnostizieren. Und nochmal, je früher man das erkennt, sind auch die Heilungschancen dementsprechend größer. Das Kind muss nicht zwangsläufig sein Augenlicht verlieren, an dem Auge, wo betroffen ist. Es kann wirklich geheilt werden. Es ist wirklich einfach. Deswegen teilt dieses Video. Erzählt davon, berichtet anderen davon und macht mit. Und wenn ich mit diesem Video nur einem einzigen Kind das Auge retten konnte, indem es diagnostiziert wurde, dann freue ich mich und ich bin zufrieden, weil ja war diese Arbeit für dieses Video keine Arbeit. Ich freue mich. Also gut, nochmal. Tschüss, macht's gut. Verteilt dieses Video, teilt es, verbreitet es. Es ist wirklich einfach. Und ihr könnt ja auch nochmal googeln. Ich mache mal einen Link und in die Beschreibung rein. Macht es. Es ist einfach. Okay, danke euch für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Video und dann vielleicht auch wieder ein lustigeres Thema. Tschüss!